So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Da es ja ein Blind Let's Play ist, war natürlich absehbar, dass ich mit meinem Sargfahrstuhl wieder in eine seltsame Gegend komme. Da hinten hängt wieder so ein Schmetterlingsskorpion-Totenkopf-Dingens, das mit schlecht Verdautem wirft. Und wir haben hier eine Giftblume wieder am Hals. Und ich versuche das mal zu erledigen jetzt hier. Denn die macht Chaos-Schaden. Was ich persönlich nicht ganz so gut finde. Aber immer nur von weitem zu cheesen, dann meckert er wieder mit mir. Macht halt auch so gut wie keinen Schaden. Aber ich muss mit der Gärtnerschere näher ran. Mistiges Mistdings, verfluchtes. Ein Steinschwertschlüssel. Da hinten ist es wohl nicht so ratsam, dem Wasserlauf zu folgen. Da unten waren wir schon mal, glaube ich. Wir haben hier irgendwie angefangen. Hier waren wir dann durch die Ulpalastruine hier unten. Und hier waren irgendwie auch, ich glaube, Ameisen, Feuerameisen oder sowas. Und wir sind hier mit dem Sarg angekommen und eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Eigentlich hatte ich vor, hier runter zu reisen, aber dieser Sarg führt ganz offensichtlich hierhin. Na gut. Und es ist sehr voll mit Kristallminenarbeitern. Und das ist natürlich die Frage, wie räumen wir den hängenden Riesen da weg? Und das ist der dritte irgendwie. Sie sehen auch nicht immer gleich aus, oder? Hm. Guck mal, das ist auch schon wieder. Wieder einer. Schuldig. Ich habe irgendwas im Hals. Immerhin. Kann uns ja in der Wand nicht erreichen. Ja, ekelhaft. Ja, die Frage ist ein bisschen. Was machen wir jetzt gegen den? Der kann sich auch in alle Richtungen. Kann er lasern? Das ist ja nicht so gut. Komm, mein Junge, komm, komm her. Du musst ja nicht durch, oder was? Ach. Was passiert, wenn wir hier rumgucken? Das sieht uns auch. Ne? Ja? Hallo? Irgendwie nicht. Wo geht's denn da hin? Kann man da wieder nicht hochhüpfen, ey, so eine Scheiße. Zweiten können wir sparen. Hm.
Mit was kann man den denn sonst ditchen? Wenn nicht mit Pfeil und Bogen. Merkwürdig, echt. Na. Nur was über luxusmäßig viele dunkle Schmiedesteine. Okay. Ja, das war vielleicht nicht schön, aber es war effektiv. Ich weiß auch gar nicht, wie soll man den denn im Nahkampf bekämpfen? Insekt voraus, du bist lustig. Wieso sehen die Jungs von Ul aus wie so eine Art Moses mit Steinplatter? Sehr merkwürdig. Okay. Wieso kann man da nicht hoch? Das ist doch wirklich albern immer in diesen Spielen. Jetzt kann man schon springen, aber da nicht. Ach komm, ey. Genau, damit man auch ja gleich mehrere triggert. Natürlich. Insect Force. Okay, man kann also auch von der anderen Richtung kommen. Bin ich denn dumm? Ja, bin ich. Na. Schon schick gemacht, ey. Ah, guck mal, hier kommen wir noch. Ich nehme alles zurück. Och, hier sind ja wieder lustige Spinnen an der Decke. Die Frage ist, ob man hier vielleicht irgendwie eine Leiter oder so untermachen kann. Dann kann man wenigstens schon mal diesen Weg ein bisschen abkürzen oder so.
gab viele Gassteine hier. Ach so, gar nicht. Das sind alles tote Punkte. Das ist doch aber eine andere Sorte. Vielleicht möchte ich hier doch gar nicht weitergehen, sondern erstmal wieder auf dem Hochplateau oben. Dass man das fertig macht. Bamselt doch bestimmt noch irgendwas oben unter der Decke rum. Die sind doch nicht allein. Oder sind das hier... Nein! Okay. Ich hasse euch Mistviecher. Oh. Diese Restehöhlen hier, ey. Und was ist das hier? Jetzt sind wir hier oberhalb von so einem anderen Bereich, oder? Stella, die ewige Stadt. Kann man das hier runter machen? Oh. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das Leuchtfeuer da holen und uns dann hier verpissen. Aber hier waren wir jetzt noch nicht, oder? Wir waren im unteren Bereich hier und kamen hier auch nicht weiter, okay. Das ist also neu. Bleibt noch die Frage, was passiert, wenn wir da lang gehen?
Kann man auch schneller laufen eigentlich? Tatsache. Macht es das wirklich schneller? Oder ist das wie der Knopf an der Ampel, wenn man den drückt, dass eigentlich gar nichts passiert? Ist hier irgendwas noch drunter? Ach komm. Ja. Ich wollte nur gucken, ob da noch eine Tür ist. War sie aber scheinbar nicht. Was zum... Warum? Hä? Dieses Spiel, ey. Okay. Und dann machen wir erstmal oben in Tiefwurz weiter, weil sonst vergesse ich das alles. Ich habe ja jetzt nur aktiviert, ne? Ich habe ja jetzt nichts gelagert, oder? Habe ich das? Ne, das sieht nicht so aus. Okay. Ja. Woher haben sie eigentlich diese ganzen großen Säugetiere und diese Massen an Menschen? Erst Gnade suchen. Wer zum Teufel? Ach, hier hätte uns der andere dann attackiert. Huh? Oh, ne. Was seid ihr denn für welche? Kenne ich die Ecke hier schon hier oben? Ne. Oder doch? Da komme ich nur von der Seite ran, da oben rum oder was? Hä? Wirklich? Also hier oben war ich jedenfalls nicht. Und hier geht es auch nur in eine Richtung. Das muss man schon sehr wollen hier. Okay. Seit wann ist da so eine Kiste? Und wieso war sie das letzte Mal nicht da, als ich hier war? Die Schwinge von Astel. Die vielleicht nur erschienen, wenn wir alle erledigt haben von den Astelformen. Krummschwert. Schnitt. Ein Schwert gefertigt aus einem filigranen Flügel, erfüllt mit der Magie der Sterne. Starke Angriffe entfesseln eine Welle aus magischem Licht. Diese Waffe wurde aus einem Relikt der Ausgeburt des Abgrunds gefertigt, die einst die ewige Stadt angriff. Ach, die ist hier verbannt, oder was?
Einzigartiges Talent Sternennebel erfüllt die Schwinge der ausgebundenen Magie, um eine dunkle Sternwolke zu erzeugen, die kurz verweilt und dann explodiert. Krass. So, dann holen wir das jetzt mal ab hier. Dunkelschmiedestein. Sehr schön. Okay. Na gut, also ich würde mal sagen, wir machen hier unten jetzt erstmal nicht weiter. Es ist ja nicht, es scheint ja nicht mehr viel zu sein hier, obwohl doch hier ist die ganze Stadt noch. Und wir sollten ja nach Nokron, nicht nach Noxtella, ne? Wir sind jetzt völlig wieder vom Weg abgekommen. Wo ist das jetzt eingeschlagen? Hier, ne? Ja. Ich verstehe es nicht. Wir eiern jetzt hier rum. Aber irgendwie ist das alles nicht der richtige Weg nach Nokron oder was? Oder suchen wir eigentlich Noxtella? Ich komme da schon nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt. Hier war dieser schlafende Riese unten noch. Tja, oder wir schleichen jetzt hier weiter, wenn wir eh schon mal hier sind. Aber bevor wir das tun, reisen wir jetzt hoch, reisen wir jetzt und motzen endlich unser Schwert auf. Das haben wir jetzt ja nur lange, lange, lange versucht und nicht geschafft. Deswegen nehmen wir jetzt zwei davon oder brauchen zwei? Oh, wir können gleich noch eine höher gehen. Oh. Uralter Drachen-Dunkelschmiedestein. Okay, den müssen wir wahrscheinlich aus dem Drachen rauskloppen. Aber das ist ja schon mal sehr geil. Okay. Wir haben den jetzt auf 9 gepusht. Von 6 auf 9. Okay. Die Mausoleen müssen wir noch machen, damit wir ein bisschen noch die Echos verdoppeln können. Haben wir eigentlich den Ahnenelch da schon verdoppelt? Ich komme nicht mehr hinterher. Denn da gab es ja auch noch ein Mausoleum ohne Glocke irgendwo, wo man dann die verdoppeln konnte. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja der Unterschied. Okay. Wir schauen jetzt mal, dass wir in Einzel hier weiter gucken. Wenn das Noxtella ist, vielleicht findet man denn hier noch was, was... Ich verstehe nicht ganz, wieso man da extra hier hinten durch den Boden bricht, um nach Nokron zu kommen. Und in Nokron finde ich nichts. Oder habe ich irgendeinen Weg übersehen?
Blight ist auch nicht da, um irgendwas mit mir zu machen. Das ist doch alles völlig beknackt. Irgendwas habe ich doch übersehen. Ich muss mal doch hier irgendwie rüber. Wir haben die beiden Ahnen erledigt. Dann sind wir hier hin. Am Aquädukt. Große Becken, großen Fälle. Dann sind wir hier rüber. Und hier oben haben wir den Thron des Todesprinzen gefunden. Sie wollte doch seine Macht haben, aber wieso? Vielleicht ist hier dann das Ziel. Wenn man doch wenigstens ein Fragezeichen hier platzieren könnte, ey. Ach Quatsch, ich muss ja jetzt reisen. Was mache ich denn jetzt hier? Okay. Schauen wir, was uns hier erwartet. Ich weiß sonst echt nicht weiter. Geiler Anblick. So, was mit ihm hier? Nein. Verhältnismäßig einfach. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Was ist das für ein Sternenozean noch hier unten? Und wieso ist er auf der Karte eingezeichnet? Hier so. Alter, die hauen aber rein. Dann lieber auf Nummer sicher. Irgendwas hört man doch da unten. Als würde gleich irgendwas hinter dem Hang hervorkommen und mir den Kopf abbeißen. Klippe ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja,
sehe ich auch irgendwie nichts. Okay. Es ist ja schon eine coole Atmosphäre immer. Sie wir diese Mimik-Dinger. Da könnte man auch rein und hoch. Da ist noch mal wieder so ein Spinnenvieh. Oh. Die machten doch auch irgendwas. Genau. Okay, das war dieses Gnadending, ne? Oder? Ist das ein, sie dürfen nicht? Ist das ein, sie dürfen nicht? Ist gut. Gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Das hat was Majestätisches, aber gleichzeitig übelst Bedrohliches, finde ich. Okay, schauen wir in der nächsten Folge, ob das hier irgendwas bringt, wo wir jetzt hier sind in Noxtella. Oh Gott, was ist das denn da hinten? Schön mit Stromschlägen und so. Ja, dann bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und ciao.